der Student auch immer noch was zu rauchen gehabt, ne? Und nicht nur Pfeife, ja. Nicht nur Pfeife. Ah, ja. Ja, das ist ein Holz, natürlich aus Birkenholz, vermute ich mal. Nochmal nach 1920, kommt das hin, 34, kommt hin, ja. Eigentlich ist es nicht couleurfähig, heißt, unter einer bestimmten Grenze geht, wenn man es mit dem Material dann nicht hat. Es gibt auch Plastikbecher, aber die geht nicht. Ja, ja. Und eigentlich wäre adäquat für Studenten ein Silber-Etui, vollkommen mit Goldauflagen und so weiter und so fort. Aber ganz schlechtes seit 20er Jahren. Ja. Silber war knapp, Gold erst recht. Da hat man sowas dann auf Birke zurückgegriffen. Umso mehr, als man dann also einen Künstler aus der ersten Rentur geholt hat, das in diesem Fall ist es der Professor Ludwig Hohlwein. Ach, das ist Hohlwein. Das ist Ludwig Hohlwein. Und der hat den Entwurf gemacht, der dann in einer großen Auflage auf diese Etuis aufgebracht wurde. Das Lustige an dieser Geschichte ist, es ist ein Straßburger, ein Silbergermane. Normalerweise hat der Germane schwarz-weiß-rot und der hat schwarz-silber-rot. Da meisten die Silbergermanen. Ja, was ist der Hintergrund? Man hat gesagt, man wollte das Weiße, die Farbe der Freude, nicht zeigen. Auch die Renanen aus Straßburg, die Silberrenanen, die haben blau-weiß-rot. Blau-silber-rot anstatt blau-weiß-rot. Das Interessante ist die Widmung. Das ist ein Herr Wildberger, der hat es seinem Bundesbruder Otto Meissner geschenkt. 1934 Otto Meissner hat auf jeder Urkunde des Reiches unterschrieben. Chef der Reichskanzlei. Ja. Ja. Der hat also, wie gesagt, in Straßburg studiert, der Otto Meissner. Ist dann nach Berlin gegangen, war dann Chef der Reichskanzlei. Und auf Meissners Vorschlag hat auch Friedrich Ebert die Vatersleben-Verse als deutsche Nationalhymne dann erklärt. Ja. Ja. Und der Meissner hat, wie gesagt, durchgehalten bis 45 und kurioserweise, weil er ein freier Mann ist, weil er immer auch so unparteiisch war, hat er die ganzen Nationalisierungsgeschichten überstanden. Hat sich dann am Viersee niedergelassen, wieder am Viersee gehabt, in Neuhaus und ist in den 15 Jahren gestorben am Viersee. Ludwig Hohlwein vom Chef der Reichskanzlei.